Wer will über die Open Updates sprechen? Hallo. Ich möchte eigentlich nur ganz schnell, darf ich den benutzen? Sehr gut. Wo ist da die Maus? Da ist es. Okay. Ein paar Veranstaltungen eigentlich, um zu Beginn noch kurz darauf hinweisen. Wir haben bei der Open Knowledge Österreich eine Wunschliste ausgearbeitet von Open Government Data Datensätzen, die wir ganz gerne befreit hätten. Das sind eigentlich eher Themenbereiche als wie einzelne Datensätze. Also da geht es konkret um so Themen wie Beschaffungswesen. Wir haben da ziemlich lange mit ziemlich vielen Leuten auch dran gearbeitet. Robert Hahn war zum Beispiel auch mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut, so ein bisschen Feedback gebt. Das ist natürlich nicht zu Ende. Das sind alles erstmal erste Anregungen, um das Thema ins Rollen zu bringen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, jetzt auch die nächsten Schritte zu setzen, um die Idee Open Government Data auf den nächsten Level zu heben. Genau, also ihr findet es auf unserer Homepage, auch beim letzten Blog-Eintrag haben wir darüber gemacht. Dann habe ich noch konkrete Veranstaltungen. Ja genau, es gibt am 20. April im Nelsons in Wien die nächsten Open Data Drinks. Das ist jetzt ein Format, wir haben jetzt seit schon knapp einem Jahr jeden dritten Donnerstag in Wien ein Treffen von der Open Data Community. Da geht es auch nicht nur um Open Data, also auch Leute, die sich zur Open Knowledge Community im weiteren Sinne dazugehörig fühlen, sind da sicher gut aufgehoben. Wir werden auch immer wieder was zu Open Science machen. Ist immer der dritte Donnerstag, das findet man auf unserer Meetup-Seite. Und bei den Open Data Drinks geht es um ein sehr, sehr informelles, lockeres Format. Da geht es mehr darum, dass man einfach mal zusammensitzt und über Probleme quatschen kann, Leute kennenlernt. So ein ganz, ganz niederschwelliger Zugang zu dem Thema, weil ja doch noch sehr viele Leute gar nicht so wirklich wissen, was dieser Begriff ist. Geht es einfach mal wirklich nur darum, sich kennenzulernen. Dann am 5. bis 6. Mai finden die ersten österreichischen Pi Days, also eine Konferenz rund um Python, statt. Das ist auf dem FH Technikum hier in Wien. Es wird sicher sehr, sehr spannend. Wer sich mit Python beschäftigt und Open Source Entwicklung, sowohl Wissenschaft wie Web Frameworks, ist da sicher gut aufgehoben. Genau, und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass so Events generell, wir haben bei der Open Knowledge Österreich auch einen Kalender online, wo man das auch nachsehen kann. Also dann, ich erzähle es auch immer ganz gerne, aber wenn man das mitverfolgen will, wenn sich etwas zu Open Science, Open Data in Österreich tut, aber auch die größeren Veranstaltungen in Europa, dann kann man da unter Mitmachen oben auf Open Events klicken und da kann man dann immer auf dem Laufenden bleiben und auf der Seitenleiste ist es auch eingebunden. Genau, und eins habe ich natürlich noch. Ah ja, genau. Und ich wollte auch noch zum Abschluss kurz, kannst du writecopyright.eu auf eine aktuelle Initiative, die in Brüssel gestartet wurde, hinweisen. Da geht es um ein gerechtes Urheberrecht für die Bildung. Das ist eine ganz, ganz neue Website. Die ist so neu, dass sie Google auch noch nicht sauber indiziert hat. Also writecopyright.eu ohne Punkt, oder ohne dem ersten Punkt. Dann. Genau, da kann man unterschreiben. Es geht um die Urheberrechtsreform, die ja gerade stattfindet. Eine sehr, sehr coole Seite. Einfach unterschreiben, läuft noch 40 Tage, teilt es, dass möglichst viele Leute sich für ein faires Urheberrecht, vor allem in der Bildung, also die Bildungs- und Wissenschaftsschranken, einsetzt. Genau, das war es jetzt von Open-Seite. Danke. Danke, Stefan.